Ja, ein zweites Video zum Thema Umgang mit Wohlstand, Reichtum und Erfolg. All das kann auch schwere Krisen auslösen. Das wissen wir auch aus der Geschichte zu Genüge. Auf der einen Seite kann durch Erfolg bei Leuten wirklich eine Sicherung durchbrennen. Das heißt, die kommen einfach auf den Erfolg nicht klar. Ja, also auch auf die Kohle nicht klar. Das hat man bei vielen Leuten gesehen. Und viele Menschen, die sehr erfolgreich geworden sind, waren häufig auch eigentlich Fälle, muss man sagen, die aus ihrer Neurose ein Verkaufsprogramm gemacht haben. Das sieht man, glaube ich, auch bei manchen erfolgreichen sogenannten spirituellen Lehrern oder so. Ja, die haben ihre Störung zum Konzept gemacht, habe ich manchmal den Eindruck. Und da fahren unheimlich viele drauf ab. Das muss man sich auch fragen, was hat denn das mit den Leuten zu tun? Die Problematik bei Erfolg ist, dass sie uns gerade auch bei unseren Minderwertigkeitsgefühlen packt und daran triggert. Und das ist für viele Menschen viel schwerer auszuhalten, jetzt das Erfolgreichsein, als der Misserfolg, weil der war immer Heimat oder ja, man fühlte sich dabei zu Hause. Das heißt, das ist etwas, was man kennt, was man immer schon so erlebt hat und ja, wenn man jetzt sich da auf einmal herausbewegt, muss man sich vielleicht auch aus der gewohnten, aus dem emotionalen, gewohnten Klima herausbewegen und auch vielleicht aus dem Klima der eigenen Herkunft. Das ist auch nicht leicht. Ich bin zum Beispiel auch der Erste in unserer Familie, der studiert hat und da gab es mal einen Bericht zu oder eine Untersuchung auch, wie das ist, wenn Menschen aus Arbeiterhaushalten in den akademischen Bereich reinkommen. Wie das für die ist, was für Sachen die zu kämpfen haben und so weiter. Das ist, wird häufig unterschätzt und wenn jemand aus einem Akademikerhaushalt kommt, dann hat er natürlich ganz andere Startvoraussetzungen. Und mit diesen aus Gasthaus zum Löwen, wie schön, es gibt es auch überall. Wenn man also mit diesen Hürden auch zu tun hat, da muss man erstmal eigene Themen überwinden. Ja? Und das ist in anderen Ländern natürlich noch viel drastischer. In manchen Ländern wie Indien oder so ist es auch nahezu unmöglich. Da kommt man da gar nicht raus. Es gibt da zwar auch so Projekte jetzt mal, wo unterschiedliche Kasten miteinander anfangen zu leben, aber sehr, sehr vereinzelt und sehr, sehr schwierig. Und ja, also wenn man da rauskommen will, dann muss man sich das erstmal überhaupt zugestehen können. Und man muss sich auch zugestehen können, dass sich Leute von einem verabschieden werden. Gibt so einen Heiler, Bruno Gröning hieß der, der hat mal so gesagt, nach oben hin wird der Tannenbaum dünner. Das stimmt. Das heißt, es werden Menschen, wenn du dich nach oben hin entwickelst, und in die Tiefe hinein natürlich auch, sonst fällt der Baum ja um. Wenn du dich dahin entwickelst, werden Menschen, die dich länger kennen, das nicht mehr aushalten können und werden sich von dir verabschieden müssen. Das ist ein Faktum, ja? Weil das ist der Spiegel, den du ihnen vorhältst. Ich habe früher ja viel Raucheinwöhnung gemacht, mache ich auch ab und zu noch, aber nicht mehr so exzessiv. Und die ganzen Raucher, die dann noch Freunde hatten, die immer noch weiter rauchen und dann eben aufgehört haben durch Hypnose, die haben das häufig nicht verwunden oder Schwierigkeiten gehabt, das zu verwinden, dass ihre Freunde sich dann von ihnen verabschiedet haben. Also Freunde in Anführungsstrichen, weil das sind ja wahrscheinlich gar keine richtigen Freunde. Nur weil man ihnen den Spiegel vorhält, dass man sich selber verändern kann, und sie das selber nicht können oder nicht dazu bereit sind, weil können kann das ja grundsätzlich per se jeder, sonst wäre man schon lange tot und die, unsere Spezies wäre schon lange ausgestorben. Von diesen Menschen muss man sich auf einer gewissen Ebene dann irgendwann wohl anscheinend ja wirklich verabschieden, weil die einen irgendwie zurückhalten, permanent. Es spricht auch nichts dagegen, sich mit diesen Menschen wieder zu treffen und vielleicht eine andere Ebene, eine gemeinsame Ebene zu finden.
Häufig ist diese Ebene aber dann reine Nostalgie, möchte ich sagen. Das heißt, man befindet sich eher in einem Modus, wo man in alten Erinnerungen schwelgt und das so nochmal hochkocht und Revue passieren lässt. Und das ist auch schön, das kann man ja auch. Ich will das gar nicht bewerten. Aber diese Beziehungen sind im Grunde dann häufig für persönliches Wachstum eher hinderlich. Und das ist auch ein Grund, warum Menschen sich von ihrem Potenzial und ihrem Erfolg oder ihren Erfolgsmöglichkeiten abschneiden. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen und sehen. Ja, und dann ist eben auch häufig der Gedanke oder die Frage, wie stehe ich denn da, wenn ich jetzt erfolgreich bin oder jetzt, was weiß ich, das daraus denn zeige? Ja, das ist also auch ganz schwierig, sich damit dann für viele zu positionieren und da nicht in so einen völligen Narzissmus reinzufallen auf der einen Seite und damit, wie gesagt, durchzudrehen und auf der anderen Seite sich auch etwas mit einem guten Gefühl zu gönnen. Da habe ich gerade auch noch ein anderes Video zu gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht, welches eher hochkommt. Musst du mal schauen da. Ja, genau. Ich sage ja, viele große, bekannte Stars. Ich hatte auch ein paar relativ bekannte Leute im Coaching. Also, die haben diese Themen auch. Man glaubt das gar nicht. Aber bei denen ist das ganz extrem. Gestern Nacht lief auf Arte eine Doku über Amy Winehouse. Und wenn man sich das Leben anschaut, ich meine, das war ja kein Geheimnis, was da los ist. Das ist ja durch alle Medien rauf und runter ständig gegangen. Aber wenn man sich das mal anguckt, was dahinter gesessen hat, also hinter dieser Karriere und diesem Alkoholkonsum ohne Ende, und das ist bei vielen Rock- und Pop-Sternchen so. Ich hatte mal einen Philosophielehrer, der hat das dann auch gesagt, die können hinter der Bühne eigentlich nur sich totlachen über die Idioten davor, sich totsaufen oder sich gleich die Kugel geben. Die wenigsten schaffen das ja, damit umzugehen und daran nicht verrückt zu werden, beziehungsweise ihre vorherige neurotische Struktur nicht voll darauf, da hinein zu projizieren und da drin dann auszuleben. Das ist fast nicht denkbar. Und in den meisten Fällen ist das ja auch so, dass das dann so kommt. Und ja, das ist schon ziemlich brutal. Das ist ziemlich brutal, weil der Erfolg und das Geld bei diesen Menschen, das ja nur, oh, kleines Kind mit Fahrrad, gefährlich, weil das Geld das ja nur potenziert. Das macht eigentlich nur deutlich her, was ist. Ja? Also da kommt nichts Neues dazu. Das wird einfach nur schlimmer oder stärker. Oder es wird halt eben für eine Zeit lang betäubt. Also das kann auch eben ein Grund sein, warum Erfolg nicht auszuhalten ist. Weil dann eben dieser Potenzierungshebel da angesetzt wird. Und der sagt halt so, jetzt bringen wir hier alles auf die Theke. Ja? So. Und das ist das ist auch eine schmerzhafte Angelegenheit. Und wenn man dann eben die Möglichkeiten hat, das mit viel Urlaub oder viel Konsum von Substanzen durch alle Körperöffnungen irgendwie zu konsumieren, ja, dann verkonsumieren, zuzudecken, ja, kann man das ja wie gesagt eine Weile machen, aber es ist und bleibt einfach schwierig und aussichtslos. Häufig haben diese Menschen noch viel weniger Chance, ich sag's mal, therapeutisch hinterher heil und gesund zu werden als andere, weil die kaufen sich einfach wieder 5 neue Sportwagen. Hatte ich mal einen, der hat das so gemacht. Hat das dann zum Glück irgendwann gemerkt, dass das nicht hilft. Also nur kurz, aber nicht längerfristig. Und irgendwann bricht das auch wieder dann auf. Also in diesem Sinne würde wirklicher Erfolg nach meinem Credo dann auch bedeuten, dass es nicht nur ein Erfolg ist im monetären Sinne, sondern dass es eben auch ein Erfolg ist auf einem emotionalen, geistigen und spirituellen Weg oder Sinne. Ja,
Also, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben zum Thema Erfolg. Und wünsche dir einfach mal noch einen schönen Resttag und sende dir einfach wunderbare Grüße aus dem Schwarzwald. Ciao, ciao, Jörg Fuhrmann.